ich das in der Zeitung gelesen habe, habe ich gedacht, musste mal fragen, überhaupt, ob man da hinkommen kann, weil ich habe immer gedacht, da wären vielleicht jetzt so kirchennahe Leute wirklich eingeladen. Aber das war ja nicht der Fall. Ich habe in Aachen angerufen und man hat mich gar nicht gefragt, was ich jetzt in der Kirche darstelle, sondern einfach, okay, zwei Personen, alles klar. Ich wurde vorher gefragt, hält er einen Vortrag oder wie auch immer? Und ich war wirklich jetzt begeistert, dass das so organisiert ist, dass der wirklich, glaube ich, mit jedem sprechen kann. Also an keinem Tisch war es schwer, ins Gespräch zu kommen. Es war überall sofort so, dass wir ganz nah in den Themen waren und in den Themen, die wirklich unter den Nägeln brennen. Und es ging immer um die Frage, wie geht es mit unserer Kirche weiter? Und das ist die Frage, die angestoßen ist und die tatsächlich jetzt auch kanalisierter und konzentrierter behandelt werden soll in den verschiedenen Themenbereichen, die wir vor uns haben. Kirche soll nicht nur politisch, aber auch politisch und gesellschaftsaktiv mit Jugendlichen sich einsetzen für Umweltschutz, für die ganzen Projekte, die es gibt, für die Fragen, die da sind. Die Kirchen sind nur voll, wenn irgendwie ein Event ist. Die Leute gehen nicht mehr so jeden Sonntag in die Kirche. Da finde ich sehr schade und ich weiß nicht, wie die das schaffen wollen. Auch wenn es Priestermangel gibt, das wissen wir ja alle, da können wir auch mit leben. Wir können so einen Pastor teilen mit den anderen Pfarrern, aber dass man die Pfarrern auflöst und dass die Pfarrern selbst nicht mehr bestimmen können und das wird jetzt nur auf einer Hauptpfarrer gemacht, ja, das ist ein Problem. Das Gespräch ist gut, aber ich denke, die Kirche ist immer noch sehr starr und inwieweit da irgendwelche Dinge umgesetzt werden können, ich kann mir das noch nicht so praktisch vorstellen, wie das jetzt funktionieren soll. Ich bin sehr angetan von dieser ersten Erfahrung mit Meet and Eat. Ich freue mich sehr darüber, dass uns das heute Abend so zusammengeführt hat. Danke auch für die Offenheit, fürs Kommen und gebt die Anregung weiter, die gerade hier am Tisch noch fiel. Sowas könnte ja auch in kleinerem Kreis stattfinden. Zur Nachahmung ist das freigegeben. Das ist ein offener Mensch, der, mit dem kann man reden. Der wird einige Dinge anpacken, die kritisch sind. Wir haben uns gut ausgetauscht. Ob es jetzt fruchtbar war, werden wir sehen.